im dritten Video zum Thema CSS geredet. So also um die Frage gehen, wie dass du kannst die Inhalte von der Rasterzelle innerhalb von der Rasterzelle ausrichten. Das Grundverhalten ist ja so, dass die Inhalte über die ganze Zelle gestreckt werden. Es geht aber auch anders. Ich tue jetzt zuerst das Ganze ein bisschen überschaubarer machen, indem dass ich eine gleiche Breite für die Spalten wähle und ein bisschen weniger Höhe ziele. Und ich sage nicht Grid Template raus, weil jetzt müsste ich drei Werte angeben für drei Ziele. Ich sage Grid Auto raus. Dann tue ich jetzt alle Ziele einfach auf den Wert setzen in der Höhe. Vielleicht nehme ich sogar noch ein bisschen weniger. So. Und ich werde ein Beispiel machen, wo man sich nicht mehr an denen, wo man die ganzen Zellen an sich nicht mehr sieht. Darum mache ich noch einen Rand. Vielleicht ein bisschen dicker als ein Pixel. So. Also als allererstes kann man sagen, für den ganzen Raster, wie dass sich die Inhalte in den Zellen ausrichten sollen. Und zwar macht man das mit der Eigenschaft Justify Items. Und der Normalwert ist Stretch. Und dann gibt es noch eine zweite Eigenschaft, die heißt Align Items. Und auch dort ist die Grundeinstellung Stretch. Jetzt kommt dir das wahrscheinlich bekannt vor, aber nicht ganz von Flex. Also erstens einmal Justify und Align. Das deutet darauf hin, dass es auch hier in dem Grid in den einzelnen Zellen eine Hauptachse gibt und eine Nebenachse. Und in Flex ist es so, dass es die Eigenschaft Align Items gibt, nämlich wie etwas auf der Nebenachse ausgerichtet wird. Oder vielleicht müssen wir Sekundärachse sagen. Und Justify ist die Primärachse oder die Hauptachse. Aber bei Flex heißt es Justify Content. Justify Items funktioniert nicht in Flex. Aber Justify Items heißt es in Grid und es gibt auch in Grid eine Eigenschaft, die Justify Content heißt, aber die macht etwas anderes. Justify Content tut den Raster an sich innerhalb vom, also der Raster ist so wie Section gegliedert wird. Section wird gerastert. Und wenn Section größer ist als der ganze Raster, dann kann man mit Justify Content rechts oder links oder oben oder unten anschlagen. Aber zum Inhalt innerhalb der Zelle auszurichten, ist Justify Items und Align Items. Das ist ein bisschen verwirrend und ich weiß es auch nicht auswendig. Und ich brauche das auch relativ selten. Aber wenn ich es wissen will, suche ich CSS Tricks Grid. Und da gibt es einen Complete Guide to Grid. Es gibt auch einen Complete Guide to Flex. Und das ist ein super Ort, wo man solche Sachen kann nachschauen kann. Also auch hier ist auf der linken Seite die Frage, wie wird der Parent gegliedert? Und auf der rechten Seite, was kann man mit den Children machen, also mit den gerasterten Elementen. Also mit den Elementen, die im Raster ausgerichtet werden. Und auf der linken Seite ganz unten wird der Unterschied zwischen Justify Content und Justify Align Items. Und da ist er wahrscheinlich, Entschuldigung fürs Scrollen, Justify Items. Und dann am Schluss heißt es Justify Content. Es hat dann da auch
so kleine Grafiken, die einem das erklären. Der Grid-Container ist grösser als der Grid. Und mit Justify Content End könnte man zum Beispiel rechts anschlagen. Also solche Sachen muss man nicht auswendig können. Aber ich zeige das jetzt hier schnell, was es heisst, wenn ich hier sage Justify Items End. Jetzt sehen wir, dass alles in der Zelle rechts angeschlagen wird. Und in dem Moment gibt es keinen Stretch mehr. Also, darum ist ja die Hintergrundfarbe, zeigt jetzt nur noch die Dimension vom Div. Und der Div ist nur noch so gross wie sein Inhalt. Und wird rechts in der Zelle angeschlagen. Und Align Items, also wir sehen jetzt auch, dass die Primärachse oder die Hauptachse verläuft hier horizontal in einem Grid. Und Align Items wäre jetzt die Ausrichtung in dem Fall in der Vertikale. Und auch hier gibt es Start und End. Jetzt wird alles unten angeschlagen. Und wenn es Start ist, wird es oben angeschlagen. Also in Grid heisst es Start und End. Und in Flex heisst es Flex Start und Flex End. Ich weiß nicht, warum es nicht Grid Start und Grid End heisst. Aber so Fragen fast gescheiter gar nicht davon stellen. Das ist erst nicht mehr fertig. Und was es natürlich auch gibt, ist Center, also Einmitte zwischen oben und unten in der Zelle. Und das gleiche gibt es auch für Justify. Einmitte auf der Primärachse in der Zelle, auf der Hauptachse, wo hier die horizontale ist. Und die Grundeinstellung ist, es wird alles über die ganze Zelle gestreckt. Und was es natürlich auch gibt, man kann das auch für einzelne Elemente definieren. Ich könnte jetzt zum Beispiel für das erste Element hier ein ID geben, das heisst First. Und dann eine Regel schreiben, die nur den Selektor betrifft, nur das Element mit dieser ID. Und dort gibt es die Eigenschaft Justify Self. Und dann könnte ich zum Beispiel sagen End, das wird rechts angeschlagen. Und es gibt auch eine Eigenschaft, die heisst Align Self. Und auch dort könnte ich sagen End, um das Element in der Zelle unten rechts auszurichten. Und ich könnte, das ist ein bisschen redundant, aber ich mache es jetzt noch einmal, ich könnte auch ein Element eine weitere ID verteilen im letzten und dann das als Selektor ansprechen mit der Regel, die heisst da könnte ich zum Beispiel sagen Start und Start, um es in dem Fall links oben anzuschlagen. Also das sind Möglichkeiten, Elemente, die im Grid, im Raster ausgerichtet werden, innerhalb von ihrer Zelle noch einmal genauer auszurichten oder an einer bestimmten Seite anzuschlagen.